Meine Damen und Herren, heißen Sie herzlich willkommen. Unsere Stargäste heute bei A, der Kurzfilm von Ach, mit 10 Hinweisen auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Da, 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 Drama Carbonara. Drama Carbonara, Drama Carbonara, Drama Carbonara, Sie erzählen sonst Geschichten, die das Leben schreiben und sind aber heute hier zu Gast bei A. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei A. Und falls es noch zu hören sein sollte, hier herzlich lachend haben wir zu Gast Asta, Jasna und Tatjana alias Drama Carbonara. Hallo. Wow, hallo. Was für ein Intro. Ihr könnt es gerne haben. Ich bin begeistert. Voll. Wir tauschen sofort. Unser Podcast-Intro ist tot. Fantastisch. Woher kennen denn Hörerinnen und Hörer euch kennen, beziehungsweise euch denn noch kennenlernen? Also wir sind ein österreichischer Podcast. Wir sind drei Frauen, die in Wien beschlossen haben, vor ungefähr einem Jahr aus einer Schnapsidee heraus einen Podcast zu produzieren. Und es wurde Realität. Wir lesen Kurzgeschichten aus Magazinen vom Kelter Verlag mit so schönen Titeln wie Meine Lebensbeichte, Meine Schuld und so weiter. Und wir bringen einmal in der Woche eine Folge raus, haben auch jedes zweite Mal lustige Gastleser mit dabei und sind jetzt schon bei 30 Folgen. Und man findet uns eigentlich überall übers Internet und auf sämtlichen Plattformen verteilt unter Drama Carbonara. Falls es jetzt nur jemand noch nicht mitgekriegt hat, wie wir heißen. Ne? Wie funktioniert das denn? Lest ihr dir einfach in verteilten Rollen vor? Nein, also eine recherchiert von uns die Geschichte. Also ich meine, man muss sich ja auch durch viel durchgraben, um auf die wahren Perlen zu kommen. Und die beste Geschichte mit den dramatischsten Höhen, Tiefen und Reibungsflächen, würde ich mal diplomatisch sagen, so wird dann vorgestellt. Wird dann vorgestellt und meistens ist es so, dass die mitlesen, also entweder Jasna, Asta, oft auch irgendwelche Gastleser, irgendwelche Prominenten oder Freunde, die juckt es dann irgendwann. Die wollen lesen und die müssen dann Drama Carbonara Baby schreien und übernehmen, bekommen das Heft in der Zeile, wo sie es geschrieben hat. Der Satz wird noch fertig gelesen und sie sind dran. Fantastisch. Vielen herzlichen Dank für die kurze Vorstellung und schön, dass ihr mit uns heute auch ratet. Und Dankeschön möchte ich auch dem Tobias Jacobi sagen, der hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben. Hallo Philipp, ich hätte da was für deine Vorratskiste, falls dir mal Personen zum Raten ausgehen. Hier sind die 10 Hinweise für meine Person. Und da lege ich auch gleich los mit Hinweis Nummer 1. Geboren wurde ich 1868 im damals preußischen Kohlberg als Kind einer jüdischen Familie. Mein Vater war Arzt. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, ob ich es bis zum 6. oder 7. Hinweis durchziehe und einfach nichts sage, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe keine Ahnung. Ist hier noch jemand? »1868? Ist schon irgendeine Idee? Wenn nein, lese ich hiermit Hinweis Nummer 2. Während meines Studiums, das ich in Breslau, Straßburg, München, Heidelberg und Berlin absolvierte, gründete ich eine schlagende Studentenverbindung.« Eine der Grundlagen der Verbindung war die sofortige Forderung von Satisfaktion, wenn jemand von uns antisemitisch beleidigt wurde. Hat es mit dem Schlagen in der Burschenschaft was damit zu tun, dass er so viele Stationen bei seinem Studium durchlaufen musste? Ist er vielleicht immer mal wieder vor der Uni geflogen und musste es woanders versuchen? Oder sie? Ja, oder sie, ne? Wer weiß, wer weiß. Okay, kein Kommentar aber, von deinem.
kann dir nicht sagen, gar nichts Person, dazu sagen. Ich kann dir nicht sagen, ob die Person gewechselt hat aus freien Stücken oder das so wollte oder geflogen ist. Aber vielleicht bringt euch Hinweis 3 ein bisschen weiter. Nach mir ist ein Preis, eine Medaille, ein Archiv, eine Gesellschaft und gleich 2 Stiftungen bekannt. Zudem eine Straße in unmittelbarer Nähe zum Kanzleramt und Bundestag nach mir benannt. Auch gab es eine Briefmarke zu meiner Ehren. Ohne einen Asteroiden kann ich diese Person nicht ernst nehmen. Das ist so ein bisschen der Running Gag bei uns, dass gefühlt jede zweite Person, über die wir reden, einen Asteroiden nach sich benannt hat. Okay. Das kommt dann als Hinweis Nummer 4 vielleicht. Aber vielleicht sowas wie Humboldt oder so, aber der war kein Jude, oder? Glaub nicht. Ich weiß nicht. Schwierig. Ein preußischer Mann um die oder ein preußisches Wesen, ja, um die Jahrhundertwende, ja, mit Arzt als Vater, nachdem unglaublich viel benannt ist. Also die Straße in Berlin, keine Ahnung. Ne? Das ist für uns als Wienerinnen jetzt nicht der beste Hinweis der Welt. Aber könntest du nochmal wiederholen, was alles nach ihm benannt worden ist, von Stiftung etc.? Gerne. Ein Preis, eine Medaille, ein Archiv, eine Gesellschaft und gleich 2 Stiftungen. Und eine Briefmarke. Und in Nürnberg, meines Wissens nach, gibt es inzwischen auch einen Platz. Aber auch das würde zu euch wahrscheinlich nicht unendlich viel helfen. Das würde vielleicht mir helfen. Ja. Aber ich kenne mich ja in Nürnberg auch immer nicht aus. Für Bismarck sind wir zu spät schon, ne? Auch hier kein Kommentar. Hast du denkst du, ich habe Ahnung von Geschichte? Das ist doch hier ein Moment. Ich lese mal lieber Hinweis Nummer 4. Nachdem ich 1904 ein Forschungsergebnis veröffentlichte, wurde ich von einigen meiner Probanden erfolgreich wegen Beleidigung verklagt. Trotzdem wurde ich in den nächsten Jahren als Sachverständiger vor Gericht in meinem Fachgebiet so prominent, dass Schallplatten mit Liedern über mich verkauft wurden. Was? Ah ja. Ein prominenter Wissenschaftler. Ein populär prominenter Wissenschaftler. Ja, anscheinend. Aber so Schallplatten über mich, ich bin jetzt im Kopf so bei Neue Deutsche Welle, sowas wie Karl der Käfer oder so. Ist das so die Liga oder war das auch viel früher? Du, das weiß ich einfach nicht. Die Hinweise kommen nicht von mir. Ja, aber du musst mir Rede und Antwort stehen hier. Ja, tue ich ja gerade, indem ich sage, ich habe keine Ahnung. Das ist echt beruhigend, dass man das sagen kann. Ja. Sagen wir es mal im Chor, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber bei mir wissen das die Leute schon. Bei euch muss man ihnen das vielleicht noch erklären. Wir haben keine Ahnung. Ich hab noch einen völlig unqualifizierten Tipp, wo ich überhaupt gerade versuche, zeitlich, ich glaube, das passt zeitlich auch nicht. Was ist mit Robert Koch? Nein, aber wäre auch so zeitlich gerade sehr aktuell, aber es ist nicht Robert Koch. Ja, eben, deswegen ist mir der Name ja eingefallen. Ja, ja. Schade, es hätte so schön gepasst. Ja. Mit Hinweis 5 hätte ich, glaube ich, das erste Mal von den Sachen eine Chance, auf den Namen zu kommen. Ich war einer der ersten politischen Aktivisten, der sich für die Abschaffung des Paragraph 175 Strafgesetzbuch, also für die Legalisierung der Homosexualität einsetzte. Mhm. Eine von mir mitbegründete Organisation schaffte es sogar, durch eine Petition eine Reichstagsdebatte über die Entkriminalisierung der Homosexualität anzustoßen. Also in unserem Podcast sind wir ja wirklich nicht völlig am Schlauch gefallen, muss ich sagen. Ja, da quatschen wir ja in einer Tour und reden der anderen rein ins Wort. Aber jetzt, also ich glaube, so still waren wir noch nie zusammen. Aber ihr habt ja immer den Vorteil, ihr habt immer die Trumpfkarte. Sorry, wir kommen nicht aus Deutschland. Okay, ich schreibe es mir auf. Oder zumindest nicht aus Preußen. Aber das könnten wir auch sagen, ne? Ist nicht schlecht. Ja, ich komme auch nicht aus Preußen. Ja, das stimmt. Das fällt mir sehr leicht, das zuzugeben.
Macht es irgendwie Klick bei euch? Irgendwie ein überhaupt nicht. Nichts. Null. Und um es nochmal zu betonen, es geht ja auch nicht immer hart darum, dass wir alles erraten, ne? Sondern geht ja auch manchmal um den edukativen Auftrag, eine Person bekannter zu machen. Also aber ist es jemand, den man um überhaupt den nicht Weg kennen kann? Und doch. Nicht um das Ziel. Ja. Hinweis 7. Ich starb tatsächlich erst an meinem 67. Geburtstag im Exil in Nizza in Frankreich im Jahr 1935. In Nizza war ich auch unter dem Namen Tante Magnesia bekannt. In meinem Testament erklärte ich übrigens meine beiden Liebhaber zu meinen Alleinerben. Ha? Aha, okay. Na, das kann es damit sein. Tante Magnesia. Aber bitte, bitte, bitte lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben. Also doch eine Frau? Ja, ich versuche. Also es tut mir leid, meine sicher, Gedanken dass, lassen sich dass, so ein... Ja, sorry. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass... Meine Gedanken lassen sich... So der Klassiker, dann lässt man Zeit und fällt sich dann trotzdem nochmal ins Wort. Ich bin mir relativ sicher, dass es keine Frau ist. Das ist, der Spitzname ist zu kurios, glaube ich. Aber Marie Curie oder so könnte es nicht sein, oder? Weil die hat doch viel mit Gesteinen und so. Ich meine, es war halt nicht Magnesia oder Magnesium, aber die hat doch einen Nobelpreis gewonnen. Nach der sind doch Stiftungen benannt. Der Fischi hat einen von ihren Grants gekriegt. Da werden die jungen Wissenschaftler ausgezeichnet und mit Geld unterstützt. Die ist doch wirklich als Name sehr präsent und die war genau um diese Zeit aktiv, oder? Und vor allem hat sie bestimmt auch eine schlagende Burschenschaft gegründet. Well. Mit so einem angeklippten Schnurrbart. Zu einer Hysteria. Die Hysteria, genau. Die Burschenschaft Hysteria, ja. Wobei ich habe bei Steuerung F gibt es eine Doku über eine weibliche Burschenschaft. Das fand ich auch sehr spannend. Das hat man so gar nicht auf dem Schirm. Dass es da einige gibt. Ja, das gibt es in Wien. Die haben das erfunden. Das ist die Burschenschaft Hysteria. Die marschieren auch auf in Wien und singen ihre Lieder über... Asta, du warst doch mal bei einer ihrer Versammlungen, oder nicht? War das nicht ganz spannend von diesen Liedern auch, die sie da auf der Straße gesungen haben? Ja, ja, also sie bedienen sich quasi dem gesamten Repertoire der Burschenschaften, behaupten auch, dass sie die älteste Burschenschaft von allen sind, unter Kaiserin Leopoldine gegründet und so, und dass sie quasi die Vorreiterinnen sind. Und die Message ist halt die, also ich war beim Aufmarsch dabei, alle in Schwarz, schweigend über den Ring spaziert, 300 Frauen oder so, es war großartig. Völlige Irritation, mit so, wo sie so Schilder hochhalten, wo steht, das Ende des Patriarchats ist nahe und Männer zurück an den Herd und sowas. Und die Leute sind halt super irritiert und können das gar nicht einordnen und es ist einfach zum Schreien kommen. Sehr gut. Und es gibt schon Schwestern-Burschenschaften quasi in Berlin und in Innsbruck, Innsbruck in München, die auch ähnlich lustige Namen tragen und so. Also, genau, verarschen halt dieses ganze Burschenschaftertum extrem damit. Großartig. Sehr gut, gefällt mir gut. Hinweis Nummer 8. Ich war zunächst manchen Ideen der Eugenik nicht abgeneigt und war sogar ein Mitglied der Gesellschaft für Rassenhygiene. Im weiteren Verlauf meines Lebens schrieb ich aber immer wieder gegen die NS-Rassenideologie an. Der war ein bisschen schizophren, der Typ, oder? Und wie hat dieser, ja wohl, ein Biologe, vielleicht ist er Biologe, muss er Chemiker sein wegen diesem Tante Magnesia? Kannst nicht, wie hat dieser Gänse-Dude geheißen? Der ach war so, doch, Nein, aber das war dann Schluss ein Philosoph, der oder? Konrad Lorenz, nein, aber das war nein, der war's auch nicht. Österreicher. Also bei Tante Magnesia, da denke ich ja an einen Rektorner oder an sowas. Hilft nicht weiter, ne? Ich finde es sehr... Der Gänse-Dude. Das wird total witzig, wenn am Schluss rauskommt, dass das eigentlich total anders heißt und nur bei der Mail, die ich gekriegt habe, die Autokorrektur zugeschlagen hat. Und das heißt eigentlich total anders, der Spitzname.
Hinweis 9. 1931 verließ ich Deutschland für immer, da es im Land zu gefährlich für mich wurde. Am 6. Mai 1933 wurden meine Werke, die Forschungsbibliothek meines Instituts sowie eine Büste von mir in Berlin auf dem Opernplatz öffentlich verbrannt. Alter, okay. Was, und da hat er aber noch gelebt. Der ist ja kurz danach gestorben, oder? 35 ist er gestorben, also vier Jahre bevor er gestorben ist, hat er Deutschland für immer verlassen. Mhm. Und 2 Jahre nachdem er gegangen ist, wurden seine Sachen verbrannt öffentlich. Also bei mir klingelt überhaupt nichts. Bei mir auch nicht, leider. Ich hab gerade so eine wirre Assoziationszündung, weil mir mal einer, glaube ich, den hat mir mal einer als Thema vorgeschlagen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Les mal den 10. Hinweis noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Gerne. War es vielleicht der Philipp? Vielleicht war es der Philipp oder der Philipp die Hinweise geschrieben hat. Ja, einfach an alle 3 schicken, so einen. Nur mal schauen, wer Zeit hat. Hinweis 10. Ich gründete das Institut für Sexualwissenschaft und die Weltliga für Sexualreform, gab das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen heraus, prägte den Begriff Transvestit, war an der Leitung des Instituts für Freikörperkultur mit und veröffentlichte ein Aufklärungsschrift über das sogenannte dritte Geschlecht. Mega spannend. Wie interessant. Was war das? Zwischensexualität? Also ich glaube, ich weiß es jetzt. Ja, dann sag's mir. Aber ich fühle mich sehr schlecht deswegen, weil ich eigentlich über die Person gar nichts weiß, sondern nur so 1-2 Eckdaten jetzt irgendwie wieder erkannt habe. Sekunde, aber dann weißt du jetzt 12 Sachen, wenn du 2 Ecken schon vorher gewusst hast und 10 Hinweise, dann weißt du jetzt 12 Sachen von daher. Ja, und den Vor- und den Nachnamen weiß ich auch noch. Also wenn es stimmt, ich weiß es nicht. Ach so, ich habe jetzt gedacht, ich weiß sie nicht. Kannst du mal den Anfangsbuchstaben, Vorname und Nachname nennen? Also wenn ich recht habe, dann ist es M-H. Das ist richtig. Und stimmt's? Ja, aber wie gesagt, ich kann euch nichts über diese Person erzählen. Das ist jetzt sehr traurig, aber ich glaube, ich weiß den Namen trotzdem. Dann löse es doch ist ein Mann. Auf, Jürgen. Also ich glaube, es handelt sich um Magnus Hirschfeld. Das ist richtig. Genau. Ja, und jetzt versuche ich mich daran zu erinnern, ja, wer mir das aus welchem Grund mal zugeschickt hat. Ich glaube, es gibt einen Verein rund um diese Person. Und ich glaube, da hat mich mal einer kontaktiert und hat es mal als Thema vorgeschlagen. Mhm. Genau, und in Nürnberg wurde auch ein Platz nach Magnus Hirschfeld benannt. Und zwar, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht sogar gar noch nicht so lang her war. Und das wiederum habe ich nämlich mitbekommen, als ich damals ein Interview mit der Queere Verein in Nürnberg, mit denen hatte ich ein Interview gehalten, was sie so machen und auch so politisch aktiv sind. Und da haben sie mir eben genau davon erzählt. Von daher war mir der Name vorher schon ein Begriff, aber ich finde... Ich habe das noch nie gehört. Ist sehr interessant. Vor allem halt auch gerade dieses, dass da jemand auch schon vor Jahrzehnten, ich meine, das ist jetzt fast 100 Jahre her, muss man sich überlegen, ne? Und dass der da von diesem dritten Geschlecht redet und langsam wird es behördlich dann auch mal Realität. Ja, ziemlich krass. Aber also, ja, ich freue mich jetzt natürlich über diesen, Ungarn, oder? Über diesen Sieg, aber ich schäme mich auch ein bisschen deswegen. Ja, in Ungarn irgendwie laufen in Ungarn geht es jetzt wieder rückwärts. Ja. Back to the roots für die Ungarn. Oh je. Aber vielen herzlichen Dank, Tobias Jacobi, für die nette Mail. Und vielen Dank. Ich habe jetzt richtig Lust, mich da jetzt so einzulesen. Das klingt wirklich spannend. Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Mitraten. Und bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.